Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Post von Nadja bekommen. Ich habe bei ihr zwei Sachen bestellt und die schauen wir uns mal gemeinsam an, wenn ich es dann schaffe aufzubekommen. Kommt immer mit Hermes und ging jetzt auch relativ flott. Ich glaube, ich hatte jetzt erst am Wochenende bestellt. Hat nicht lange gedauert. So, was mir als erstes entgegenkommt, ist Garn und Nadeln. Da müsst ihr mal ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr das rausholt, weil sie hat die zwar immer hier drin, dass sie nicht rausfallen, aber nicht, dass ihr einfach wild in die Tüte reingreift, sondern erstmal nach den Nadeln schaut. Da sind drei Nadeln dabei. Ich sehe drei Stück, ja. Dann haben wir Perlen, schauen wir gleich. Hier haben wir Naschi. Danke, liebe Nadja. Dann haben wir nochmal Garn. So. Alles raus, ja. Und zwar, was habe ich denn eigentlich überhaupt bestellt? Hier. Nur mal selber schauen. Ach, ich habe sogar drei Sachen bestellt, das auch noch. Okay, als erstes zeige ich euch erstmal dieses hier. Das ist eine kleine Katze. Und hier ist ein Goodie dabei. Hier ist so ein kleiner Stern dabei. Den kann man auch besticken. Ja, und zwar ist das einfach hier so eine kleine Katze, so ein kleines Perlenbrett, wenn man wirklich mal ganz wenig Farben hat. Auch nicht sehr hoch, wie ihr sehen könnt. Ein ziemlich dünner Rand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Fächer. Richtig niedlich. Wenn man mal wirklich irgendwie eine Farbe hat oder nur eine Farbe, die man erstmal sticken muss. Wie ich zum Beispiel an meinem Tokareba momentan. Da sticke ich ja ganz stur, ganz viel hellblau. Na, also da, wenn man das einfach mal mitnehmen will, zum Beispiel, als ich letztes Mal bei meiner Mutter war, da habe ich das dann, das Bild mitgenommen und die Farbe einfach. Da wäre das halt perfekt für gewesen, weil da hatte ich ein größeres Perlenbrett dabei. So, dann habe ich ein Disney-Bild bestellt. Das ist ein Teilbild, ganz, ganz klein. Hat tatsächlich aber auch 9 Farben. Aber hier kann man zum Beispiel auch, macht sich erstmal eine Farbe rein. Ne, oder hier 2 Farben. Woher habe ich schon mehrere Farben, ne? Ja, und dann kann ich einfach sticken. Oder man macht noch Medizinbecherchen dabei. Ne, das sind jetzt 6. Dann mache ich noch 3 Medizinbecher. Und dann habe ich alles dabei. Kleines Motiv. Da braucht man nicht viele Perlen. Perlen zeige ich euch aber auch. Die sehen so aus. Die sehen wieder richtig, richtig schön aus. Wieder in Zipbeutelchen verpackt. So wie man das von Nadja kennt. Ganz, ganz toll. Das werde ich irgendwann mal zwischendurch machen. Fand ich niedlich. So, und dann habe ich noch ein Bild bestellt. Und wer fleißig meine Videos schaut, der weiß, dass ich schon mal eine rote Katze gestickt habe oder momentan tatsächlich sticke. Und hier habe ich noch so eine helle. Die sieht jetzt ein bisschen auf diesem Bild anders aus als hier auf dem Vorschaubild. Das ist das Vorschaubild hier unten. Die gefiel mir richtig gut, die Augen und die Farben. Ich muss mal gucken. Eine von den Katzen will ich mich verschenken, die andere will ich selber behalten. Mal schauen. Und das sind die Perlen dazu. Ja, die sehen wieder richtig toll aus, um einiges mehr als eben das kleine Teilbild. Das hier zum Beispiel hat jetzt 14 Farben. Und das andere jetzt mal zum Vergleich hatte 9 Farben. Das ist auch so ein Bild, da habe ich auch überlegt, so wenn du mal abends im Bett liegst zum Beispiel, wäre das ja eigentlich auch mal ganz cool, da nochmal so ein Bild zu haben. Aber mit vielen Farben ist das natürlich nicht machbar. Aber sowas wäre zum Beispiel machbar mit 9 Farben. Geht das schon klar. Ja, kurzes, aber feines Video. 3 Sachen bei ihr bestellt. 2 Bilder und die kleine Katze und Garn, könnt ihr jetzt gar nicht sehen hier, ne? Und Goodies. Ja, und das war irgendwie auch dabei. Das kann man halt, wie gesagt, auch besticken. Zum Beispiel, wenn noch Perlen übrig bleiben oder so. Könnte man auch mit farbigem Garn besticken. Mit Stickgarn zum Beispiel. Sehr, sehr niedlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt offiziell da reingehört oder ob das jetzt da einer reingerutscht ist, aber auf jeden Fall war das dabei. Kurzes, aber feines Video. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich auch sehr über Feedback in den Kommentaren freuen. Lasst mir gerne ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.